Sie sind Mitinitiator der Bewegung Ostbayern sieht schwarz. Sie sind in vierter Generation der Mitinhaber des Modehaus Garhamers. Sie haben über 500 Mitarbeiter und über 9000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Herr Huber, warum haben Sie diese Initiative gestartet und was waren Ihre Beweggründe dazu? Ja, erstens herzlichen Dank, dass wir heute hier sein dürfen und ich spreche sehr gerne zu euch allen, zu Ihnen allen. Ich bin einerseits Unternehmer, wir haben ein Modegeschäft in Niederbayern, ein riesiges Modehaus mit 9000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Wir haben 500 Mitarbeiter und über 90% von den Mitarbeitern sind Frauen. Und deswegen wissen wir ganz genau, dass es einerseits um die wirtschaftliche Existenz von Unternehmen geht, aber auch um die sozialen und psychischen Probleme und Herausforderungen, die einfach viele Menschen haben. Und wir haben von den ungefähr 400 Frauen haben wir 136 Mütter, die aktuell Kindergarten- und schulpflichtige Kinder haben. Das sind 235 Kinder und wir sind jeden Tag damit beschäftigt, welche Dramen sich da abspielen. Dass Mütter überfordert sind, dass Mütter nicht mehr können, dass sie natürlich um die wirtschaftliche Existenz fürchten, um die Zukunft fürchten, aber auch vom Homeschooling einfach so ausgezehrt und fertig sind, dass das einfach nicht mehr geht. Und aus dem Grund sind wir Unternehmer, die für das Unternehmen kämpfen. Wir haben über vier Generationen jeden Euro in dieses Haus, in dieses Unternehmen gesteckt, sind aber gleichzeitig auch verantwortlich für unsere Mitarbeiter, für die Frauen. Und aus dem Grund haben wir auch die Initiative Ostbayern sieht schwarz gegründet mit vielen anderen Unternehmern. Wir haben Elternbeiräte mit dazu bekommen und haben jetzt im Raum zwischen Passau und Hof eine riesige Welle in Bewegung gesetzt, mit mittlerweile über 250.000 Social-Media-Kontakten und wir werden diesen Weg weitergehen, um diesen Wahnsinn zu beenden und den Menschen einfach wieder Perspektiven zu geben. Gutes Stichwort, diesen Wahnsinn beenden. Herr Garhamer, Sie haben schon viele Höhen und Tiefen erlebt, Ihre Familie. Wie haben Sie die letzten Monate erlebt? Ja, wir waren jetzt in den letzten 12 Monaten, war unser Unternehmen für 5 Monate zwangsgeschlossen. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Andere Branchen sind geöffnet. Nur weil wir ein Modehaus sind, sind wir zwangsgeschlossen. Staatliche Willkür, man kann es auch Enteignung nennen. Das ist eine unvorstellbare Situation, dass sowas heutzutage in unserem Land möglich ist. Und wir lassen uns trotzdem nicht entmutigen, werden weiter nach vorne gehen. Wir werden das auch als Unternehmen überstehen. Viele andere Unternehmen werden es nicht überstehen. Ich bin gleichzeitig bei uns am Ort Vorsitzender des Werbevereins. Da gibt es auch viele Tränen, viele verzweifelte Situationen. Die kleinen Händler laufen zur Bank, kriegen kein Geld mehr. Also es ist nicht mehr 5 vor 12, wie wir das in unserer Gründungsaktion bei Ostbayern sieht schwarz gemacht haben. Es ist längst 5 Minuten nach 12 und es ist keinen Tag länger mehr zu akzeptieren, was in diesem Land passiert. Vielen, vielen Dank. Herr Jan Czerny, Sie sind in der Familie Dinsler mit tätig. Dinsler, glaube ich, sagt auch jedem in Bayern etwas. Sie beliefern die Gastronomie, die Hotellerie mit dem besten Kaffee, sagt man so hier in der Gegend. Und Sie sind Mitinitiator der Unternehmerbewegung Wir stehen zusammen. Was waren hier die Beweggründe und wie viele Unternehmer haben Sie schon hinter sich, hinter Ihnen? Erstmal vielen Dank, dass ich reden darf. Die Initiative ist ganz klar aus der Not geboren. Wir haben uns weder in den Medien noch von der Politik noch repräsentiert gefühlt. Wir haben uns schlichtweg nicht mehr gefunden. Wir haben unsere Ziele nicht erkannt. Es kam uns so vor, als ob wir für uns alleine dastehen. Und wir haben so gedacht, das kann ja gar nicht sein. Weil es gibt so viele Unternehmer, die sind betroffen. Die sind betroffen wie die Firma Dinsler und wie viele andere eben auch. Gerade natürlich die ihr Geld in der Gastronomie oder mit der Gastronomie, aber eben auch ganz klar im Einzelhandel verdienen. Und ja, dann hat das angefangen wie eigentlich jede schöne Geschichte. Wir waren dann zu siebt und haben uns zusammengesetzt, haben uns überlegt, was wollen wir? Was geht uns eigentlich im Kern ab? Wie können wir unsere Forderungen zuspitzen? Und wir waren uns da sehr schnell einig, es geht uns um die Freiheit. Es geht uns um die fehlende Freiheit, es geht uns um die Eigenverantwortung, die uns genommen wurde, um eine Selbstbestimmtheit, die nicht mehr zugelassen wird und die wollen wir zurückhaben, weil wir sind mündig, wir können auf uns aufpassen. Wir müssen endlich die Unternehmer wieder wirtschaftlich
bewirtschaften lassen. Ich meine, wer hat denn dieses Land aufgebaut? Es war immer der gute deutsche Mittelstand. Und hier haben Sie zwei Unternehmer, die seit vielen, vielen Jahren für Arbeitsplätze gesorgt haben und dass es uns allen gut geht. Was sind die konkreten Forderungen? Was steht in diesem Brief? Wir werden den ja übrigens auch morgen nach Berlin mitnehmen. Gut, das ist dann, wie schon gesagt, sind das die wesentlichen Themen. Es geht um Eigenverantwortung. Es geht darum, dass eine sofortige Öffnung der Betriebe und aller Betriebe unserer Meinung nach jetzt schon möglich ist, weil wir haben alles, was wir brauchen. Wir können Abstände halten, wir können Masken tragen. Wir haben, wenn ich jetzt für die Gastronomie spreche, im letzten Sommer bewiesen, dass es Hygienekonzepte gibt und dass sie funktionieren. Und da muss man uns wieder wirtschaften lassen. Das ist das Einzige, was alternativlos ist, dass Betriebe wieder aufsperren. Herr Huber, Sie haben, die Politik ist bei Ihnen ein- und ausgegangen. Sie sind sehr, sehr bekannt in Ihrer Region. Sie setzen sich auch sehr viel für die Menschen in der Region ein. Was sind Ihre Anforderungen an die Politik und warum sind Sie auch ein bisschen enttäuscht von der Politik? Na, ich bin nicht nur ein bisschen enttäuscht, ich bin extrem enttäuscht. Und ich fühle mich... Ja, ich fühle mich als mittelständischer Unternehmer auch verraten, aufgegeben. Ich sage den Politikern auch seit 12 Monaten, alle, die da bei uns antanzen, ich möchte aus eurem Mund das Wort Mittelstand nicht mehr hören. Wenn die Sonne scheint, dann sind wir der Mittelstand, sogenanntes Herz und das Rückgrat der Wirtschaft. Aber jetzt wird man komplett im Regen stehen gelassen. Und das ist eine Situation, die man sich vor 12 Monaten überhaupt nicht hätte vorstellen können, dass sowas in diesem Land mal passiert ist. Es geht, aus meiner Sicht, das ist Enteignung und es ist Willkür des Staates, dass manche Branchen komplett geschlossen werden, überhaupt nicht mehr zu akzeptieren. Vielen, vielen Dank an die beiden Unternehmer und Initiatoren. Eines muss ich noch sagen, wir fordern einerseits natürlich die Öffnung der Geschäfte nach strengsten Hygienevorschriften, aber genauso die Öffnung der Kindergärten, der Kitas, der Schulen und der Schnell, weil das alles zusammenhängt und ganz, ganz wichtig ist. Danke. Vielen Dank, Herr für Modehaus Garhammer, Herr Christoph Huber, Ostbayern sieht schwarz und Herr Jan Czerny für Dinsler und die Initiative Wir stehen zusammen.